ist, ne? Dann müssen wir jetzt mal in das Schloss rein und mal mit dem Ohren König sabbeln, was da los ist. Brr, wonach riecht's denn hier? Nach Elfen riecht's hier. Ob's jetzt nach Elfen stinkt oder riecht, ist da schon ein Unterschied. Ich würde sagen, es riecht einfach. Ja, ja, ich will doch hier nur zum König. Hans, woher soll ich denn wissen, wo das hier alles ist? Die haben zu. Okay. Früher Vogel ist nicht sicher genug. Hier ist nicht sicher genug. Ich muss jetzt rausgehen zum Warten. Hier geht's wieder. So. So, Leute. Jetzt muss es aber gehen. Können wir mal ihn hier sprechen lassen? Harmondale, ja. Schon wieder. Mach schnell. Meine Geduld hat Grenzen. Willkommen. Ich hörte, dieser Trottel Lord Markham hat euch zu neuen Herren von Harmondale gemacht. Eins muss ich euch klar sein. Ich werde die Herrscher Everlys über Harmondale wiederherstellen. Die einzige Frage ist, werdet ihr mir dabei helfen oder stellt ihr euch gegen mich? Wenn ihr mir helft, sichere ich euch weiterhin eure Stellung zu. Seid ihr gegen mich, werdet ihr den Tag nicht überleben, an dem meine Armeen euer Land besetzen. Jetzt raus. Sonderanschuldigung oder Sonderwörter gegen mich zu richten. Ah, na? Dann kriegt er auch jetzt ein paar ab. König Parson lächelt freundlich. Natürlich, ihr seid auf meiner Seite. Ihr müsst euch nur noch beweisen. Wie ein berühmter Herrscher einmal gesagt hat, Vertrauen aber auf die Probe stellen. Eine gute Lebenseinstellung. Im Moment bin ich an den Plänen zu Fort Rivenstride interessiert. Das ist ein großes Fort, das an der Grenze zwischen eurem Land, Landen und Erisa selbst steht. Ah, ich glaube, das, ja, das kenne ich. Ihr könnt es nicht verfehlen. Schleicht euch rein und holt mir die Pläne. Wenn ihr dies vollbringt, stehe ich in eurer Schuld. Aber nicht nur das. Darauf steht auch eine beträchtliche Belohnung in Gold. Ihr müsst mir die Pläne allerdings innerhalb eines Monats bringen, damit ich sie auch verwenden kann. Oh. Dieser gerissene König will mir also einen auswischen. Der König runzelt seine Stirn. Dann hält sich seine Miene wieder auf. Ich habe eine Idee. Ich weiß von jemandem, der einen Spion, den ihr befreien sollt, zum Verwechseln ähnlich sieht. Nehmt meinen Mann mit euch und übergebt ihn der Königin. Sie hat Lorraine noch nie kennengelernt und wird die Vertauschung nicht bemerken. Seine Geheiminformationen werdet es ihr schwer machen, keinerlei Fehler zu begehen. Der König lässt sich Zeit, den Hochstapler kommen zu lassen. Seid vorsichtig, dass ihr euch nicht verratet. Sie wäre sicher entsetzt, wenn sie von unserem kleinen Plan wüsste. Ich bin ganz ehrlich, ich habe nicht so Bock auf den. Ich würde hier lieber ganz normal befreien. Und ich weiß halt leider nicht, wie ich den jetzt befreien kann. Weiß ich halt leider nicht. Ich glaube, dass außerhalb irgendwo jemand sein muss, oder? Also das Gefängnis irgendwo muss es ja außerhalb sein. Irgendwo muss halt außerhalb des Gefängnisses sein. Wo könnte ich hier das Gefängnis sein? Ist das vielleicht hier? Ist es das? Oder was war das? Ja, müssen wir mal den Berg da hoch. Aber ich bin ganz ehrlich, nach deiner Ansage da mit, er will mein Land haben und so, ich hab keinen Bock mit ihm zusammenzuarbeiten, so, ne? Da, guck mal, da, was ist das denn?
Hello again, ich sag schon wieder Hello again. Ich bin jetzt hier gerade nicht so wirklich, was das ist. Ist hier noch ohne Loot? Ja, eigentlich schon. Aber ich sehe nicht wo. Bestimmt ganz da oben. Immer erstmal den Loot mitnehmen, ist wichtig. Ist gut der Loot? Hier ist Loot. Zauberstab. Wem soll das denn nützen? Oh, und die Erze wieder geil. Ja, wo wir jetzt gerade unsere Quadraten haben, können wir damit bestimmt gut was anfangen. Achso, das ist einfach nur ein Obelisk. Okay. Mehr ist das hier nicht. Ja, das heißt nicht mehr. Müssen wir nachher nochmal schauen, welches Wort daraus nochmal entsteht. Und ich könnte mir jetzt vorstellen, dass hier irgendwo das Gefängnis ist. Vielleicht ja noch weiter oben nördlich. Ah, nicht von der Seite. Soll ich das jetzt beeindrucken? Machen wir jetzt nicht halt halber den Federfall an. Weil, ich bin ganz ehrlich, ich bringe mich gerne selber um. Also nicht absichtlich, aber einfach so. Einfach so. Was ist das hier? Ist das einfach nur so ein Turm? Das Hochkommen hier ist halt echt ätzend immer, ne? Irgendjemand ist da doch oben drin, ne? Mozart! Hä? Ich hätte schwören können, da war gerade eben jemand. Naja. Dann gucken wir mal weiter. Da ist ja auch noch irgendwie Loot, ne? Oh, und jetzt kommen hier nämlich auch die ganzen Bäume. Und die machen wir jetzt mal weg. Da kommt wer. Ist zwar nur ein Kratzer, au! Aber kümmere dich drum. Dau, dau. War vielleicht nicht der gute Platz von da. Aber hier. Nur ein Kratzer. Dau. Zack, weg. Baum Nummer 1 ist weg. Machen. Kümmern wir uns um den hier. Dau. Soll mich das jetzt beeindrucken? Lass mal drauf gehen? Nee. Ist irgendwie blöd, von da dran zu gehen. Vielleicht mehr von hier. Kriegen wir den nämlich ganz gut weg. Und den. Kommen wir bis dahin? Nein. Au! Also, der könnte mich jetzt auch angreifen. Dann machen wir erstmal den. Und hier müsste doch Feuer sehr effektiv sein, oder nicht? Oder irre ich mich da jetzt? Haut ihn auf jeden Fall ganz gut weg. Au! Nur ein Kratzer. Ist zwar nur ein Kratzer, aber kümmere dich drum. Jetzt verstecken wir uns hinter den. Machen den auf Nahkampf. Ja, können ein bisschen Abstand nehmen, ist okay. So, ist gut. Nur ein Kratzer. Jo, der ist weg. Au! Ja, komm. Das müsste eigentlich klappen. Ja, das war gut. Das war ganz gut. Ah, die Bäume können dann auch nicht so wirklich was, ne? Dau. Der Nächste! Dau. Nee, das trifft ja nicht. Überhaupt kein Problem! Überhaupt kein Problem. Au! Ist zwar nur ein Kratzer, machen auch recht, aber kümmere dich drum. Großartig Schaden, ne? Die machen irgendwie alle so nacheinander runter. Ich bin jetzt gar nicht so schlecht. Ist zwar nur ein Kratzer. Dürfte ja nicht. Müsste auch weg sein, der Baum hier. Soll mich das jetzt beeindrucken? Nur ein Kratzer.
Da ging es irgendwie raus aus dem Bett und hier könnte irgendwo das Versteck oder der das Gefängnis sein, rein theoretisch. Die macht jetzt mal jede Runde einen Kiel auf jeden. Und dann sieht die Gruppe eigentlich auch hier ganz gut aus. Eigentlich hätte ich den jetzt gerne weggemacht, aber jetzt mach den erstmal weg, bitte. Okay, dann halt den jetzt. Ist hier noch wer? Au! Au! Easy. Wir haben auch halt jeden ausgebildet. Jeden haben wir die Klassenquest schon gemacht, bis auf beim Krieger. Krieger ist direkt nach dran nach dem Wach dieser Waldquest hier. Oh, gibt ganz gut Loot hier, ne? Kann man sich nicht beschweren. Auf keinen Fall kann man sich beschweren. F11 mal kurz speichern. Ich glaube, jetzt werden hier nur noch Pflanzen angezeigt auf der Minimap. Ich glaube, Punkt ist ja alles. Ist ja alles was, was man looten kann. Sind aber nur noch diese Pflanzen. Brauche ich im Moment nicht. Ist nicht hier oben das Gefängnis irgendwie hier? Oder täusche ich mich gerade? Ich meine, das ist hier irgendwo. Oh, ein paar Äpfel. Snack auf. Ich finde halt, dass dieses Spiel so simpel aufgebaut ist, aber mit richtigen Soundeffekten und so kannst du halt auch mit simplen Mitteln ein recht cooles Spiel herstellen, ne? So, guck mal, da unten ist jetzt doch... Ach, muss doch hier irgendwo sein, das Gefängnis. Dann kommt ein Gönn. Gönn. Nicht mehr auch. Och, wir müssen jetzt hier über das der gleiche. Und einfach ein random so ein Stab. Wem soll das denn nützen? Ganz normaler Stab mal wieder. So, hier ist ein Weg. Und der führt auch nicht zum Gefängnis. Anscheinend. Sondern nur hier hin. Aber wir könnten hier versuchen hochzukommen. Wenn wir da durch diese Lücke vielleicht, könnte das doch klappen. Yeah. Komm, 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 komm. Na, das schaffst du doch, ja. Äpfel. Ich hätte gerne den Äpfel hier. Warum kann ich den Äpfel nicht pflücken? Kann ich halt einfach nicht pflücken, okay. Da vorne, ich hab ihn. Das ist doch der... Da ist der Casus Knactus versteckt. Cool. Vulkanische Höhlen. Muss ich jetzt in die Höhle rein, um Typen zu entdecken oder zu finden? Das ist halt, fragt man sich, ne? Oder könnte der auch irgendwo anders sein? Der da. Lesen uns nochmal die Quest durch. Vernichtet alle Untoten. Was ist das? Löst das Geheimnis, wie man den Feenhügel reden kann. Aha, besucht drei Steinmonolithen, das haben wir noch, machen wir noch nicht. Schafft euch die Pläne, das wäre die Quest ja für die Elfen und die machen wir nicht. Machen nicht für die Elfen, an sich bin ich für die Elfen immer, aber da er so komisch kam mit, ey, das ist mein Land und so, machen wir das nicht. Bringt den falschen Lorien zum König Caedryn auf dem Schloss
Greifen wir zu Arisa. Ne. Das machen wir auch nicht. Wird ein Richter als Nachfolger bringt Person Fettril zu Norbert Thrush in Arisa. Wer ist denn das? Achso. Das ist Parson Fettrick. Federkiel zu Norbert Thrush. Und das ist doch der, den wir jetzt finden müssen, oder nicht? Oder nicht? Findet die drei statt? Gewinnt alle 13 Tage? Ne, das ist ja... Okay. Wo war jetzt hier dieser Eingang? Hello. Da. Hier hinter, ne? Yes. Turanische Höhlen. Lass uns mal kurz nachschauen, ob das auch wirklich die sind. Ist das der Tolaranische Forest? Und dann ist hier oben bei der 2 ist der Tolaranis Caves. Ja, das sind die Caves. Caves. Und da ist nämlich die Lauren Steel Erfüllung. Fangen aus. Ja. Entweder befreit man Lauren Steele aus dem Case und, oder man besucht den Elfenkönig in Tower Force, der einen falschen Gegenfang übergibt. Die Frage ist natürlich jetzt, kann ich das jetzt noch machen? Wir machen das einfach, würde ich sagen. Sieht gar nicht so gefährlich aus. Sieht halt komplett gefährlich aus. Was sind das? Unerträglich. What? Warum sterbt ihr denn immer direkt? Ich fühle mich nicht so toll. Warum sterbt ihr denn immer direkt? Ihr könnt doch auch einfach erstmal drauf, also hier K.O. gehen. Was bist du? Bist du vergiftet? Ja, er ist natürlich vergiftet. Weil da haben wir ja komplett alles mitgenommen. Ist ein guter Start. Es geht gut los. Wo ist dein Giftteil? Da. Er ist wieder im Stisseln. Und Tote mal kurz aufwecken. Hier. Alle vergiftet. Ich muss gleich Schutz vor Magie machen. Ja, nützt ja nichts. Besseren wären halt mal Instant Killer Fit. Oh, so ein Scheiß, ey. Hätte ich das mal gewusst. Aber egal, zum Glück haben wir schon einen Zauber, dass wir die wiederbeleben können. So, dann pennen wir jetzt nochmal draußen eine Runde. Jetzt machen wir das Ganze nochmal gut. Er hat bestimmt noch eine kaputte Rüstung irgendwie. Nö. Auch generell noch nicht so viele Gegenstände, ne? So. Was wollten wir jetzt noch machen? Schutz vor Magie hätte ich ganz gerne. Weiß nicht, ob es davor Schutz schützt. Aber auf jeden Fall Vergift. Bist du auch feindlich? Eigentlich müsstest du ja feindlich sein. Eigentlich müsstest du ja feindlich jetzt sein. Ist er auch. Jawoll. 44 Gold, auch nicht schlecht. Dann kommen wieder diese Witzfiguren, die nichts können, ne? Bis jetzt jedenfalls noch nicht. Aber recht viel aushalten eigentlich, ne?
kann recht viel aushalten. Machen wir uns kurz auf den hier, dass der auch gleich abhaut. Ja. Ja, easy. Waffen wir uns jetzt auch nochmal hoch. Damit. Und Hellentum hochmachen. Jetzt schaut die Sache bestimmt gleich viel besser aus. Sehr. Ach gut. Die grünen Fallen also sind die normalen Kämpfer. Die einfacheren. Und die anderen Farben muss ich mir gleich nochmal angucken. Ah, cool. Guck mal, der hat eine violette Schürze, dann sind die ein bisschen besser. Irgendwas bewegt sich im Hintergrund. Platt. Platt. Einfach platt. Wem soll das denn nützen? Das weiß ich auch nicht. Das nutzen soll. Ganz nett. Aber unnütz. Ey, diese Plattenrüstung habe ich jetzt auch schon 1000 Mal gefunden. Gibt es nicht nochmal eine bessere als meine? So geilere Zauberung wäre cool. Da ist ein Kratzer. Aber kümmere dich drum. Oh, da wollte ich gar nicht drauf drücken. Ich wollte aufs Gold drauf drücken. Egal, auf ist auf. Wem soll das denn nützen? Wem soll das denn nützen? Nachricht von Herrn Sandley, okay. Aha. Gucken, was das für eine Nachricht ist. Oh. So gut wie neu. Kurzer Gearcheck, ob alles noch am Ort und Stelle ist. Ich habe keinen Platz. Ist okay. Ganz nett. Aber mich aber auch nicht gleich so wem soll das oder? Denn nützen? Kenn ich nicht. Wem soll das denn nützen? Okay, dann kann alles, also alles in die 2, dass sie das demnächst verkaufen kann. Die Nachricht wollten wir lesen, ne? Gefängniswärter. Oh, Gefängniswärter Fetriel, wir haben die Höhlen hier im Wald von Tulra weiter ausgebaut. Ich bin sicher, es gefällt euch. Um zu diesem neuen Reichszugang zu erhalten, müsst ihr eine Brücke überqueren, die wir magisch verborgen haben. Wer käme denn auf die Idee, über Luft zu wandeln und dann eine Reihe von Teleportern aktivieren? Einer der Teleporter bringt euch in den Gefängnisbereich. Die anderen beiden sind Fallen. Ah, okay. Um die Wachdienst im Gefängnis nach sicher zu machen, ist es uns gelungen, einige Wyvern, ja, die Wyvern haben wir uns schon, die haben wir schon bekannt bekommen, aus Evli und einen kleinen Stamm Troglodyten zur Bewachung des Gefängnisbereichs der Höhlen zu fangen. Vergesst nie, sie gut zu füttern, wenn ihr den Bereich betreten wollt. Die Wyvern können sehr angriffslustig sein. Das haben wir gemerkt, ne? Natürlich können wir keine Verantwortung für euer Leben oder die Leben eurer Männer übernehmen. Unsere Aufgaben waren es, lediglich die Konstruktion des Gefängnisses zu überwachen und die Chance auf Rettung oder Flucht zu minimieren. Eure Sicherheit liegt jetzt in euren eigenen Händen. Nils. Ja, Nils scheint ein ganz netter zu sein. Gibt uns hier so einen kleinen netten Tipp, ne? Gut, war jetzt nicht an uns gerichtet. Aber trotzdem. Ach, ich kann auch keine Ahnung. Keine Ahnung. Ganz nett, aber unnütz. So, können wir weiter. F11. Jetzt hier. Wie gesagt, ich hoffe, wir können ihn jetzt noch befreien, weil wir haben ja schon mit dem Elfenkönig jetzt geschnackt. Platt. Nicht, dass es jetzt gar nicht mehr geht. Ich denke mal, sonst würden die, könnten wir jetzt ja hier nicht alles platt machen.
kämpfe mal von hier hinten. Platt. Ich hoffe, dass der nicht mal rankommt hier so nah. Müssen wir doch mal einen Heal reinsetzen. Oder Skelett haut halt einfach mal 74 Schaden raus. Vernünftige Kelle auf jeden Fall. Yes, Sir. Das ist noch ganz gut. Gold liegen zum Teil, ne? 100 Gold ist doch schon... Das ist schon in Ordnung. Ist das hier grün gerade? Könnte ich sogar campen? Das ist immer schon mal wichtig. Da muss man nicht ganz raus, wenn man mal nicht mehr so gut dasteht. Aber hier ist auch irgendwie nichts. Jetzt gedacht, hier unten ist irgendwie was. Ja doch, dahinter ist auch irgendwie. Aber ich kann es nicht öffnen. Jedenfalls im Moment noch nicht. Vielleicht ist es auch von oben. Dass der das hier nur so anzeigt, aber das eigentlich von oben zu erreichen ist. Gucken wir mal von oben. Aha. Da müssen wir uns durchwühlen. Da kommen ja sogar welche. Zwei Witzfiguren kommen da an. Komm. Kurz mal die Falle, wow. Kann man da zwischen den Dingern stehen? Kurz mal schauen. Ja, kann man, okay. Ja, dann ist ja easy. Kurz warten. Dann ist ja easy. Warum hat er denn jetzt teleportiert? Naja, wir sind durch. Wem soll das denn nützen? Wem soll das denn nützen? Umhangtechnisch sind wir alle ganz gut aufgestellt jetzt mittlerweile. Brauchen wir den grünen auch nicht mehr unbedingt. Was ist das für ein Wasser? Oh, kein. Gar nichts, oder was? Nö. Kann ich nicht gebrauchen. Verlassen? Bin ich in der Burg vielleicht? Da möchte ich mir gerne nochmal die anderen Gänge angucken, bevor wir da jetzt hingehen. Lul. Da war ich jetzt gerade ein bisschen verwirrt. Weil hier waren ja noch ein paar andere Gänge. Wo ein paar Dudes sind. Aber Skelett verteilt ganz gute Kellen mittlerweile, ne? Wenn da Äxte nochmal ein bisschen höher kommt. Boah. Das ist doch bestimmt. Unsichtbare Brücke vielleicht? Ist das die unsichtbare Brücke, von der er geredet hat? Aua. Nun, Katze. Warum muss denn jetzt genau sie sterben? Oh, noch genau ein Heiltrank. Ich dachte, jetzt stirbt sie nochmal. Typisch wäre es, ja. Warum habe ich es überhaupt erwähnt? Soll mich das jetzt beeindrucken? Vielleicht sollte nochmal jemand anderes Körper lernen. Zumindest ist, dass er einen Heal einsetzen kann oder so. Was machen wir jetzt? Da ist doch noch einer. Gut. Nur nochmal rein. Und dann sieht das auch schon wieder ganz gut aus. Ganz nett, aber unnütz. Was ist da ganz unten eigentlich? Das wollte ich aber nicht, aber jetzt drum. Wissen wir es gleich, was hier unten ist.
Die Viecher, die haben wir auch ewig nicht mehr gekämpft. Die müssten wir doch eigentlich mittlerweile ganz gut wegbekommen. Ja. Bin doch eigentlich recht stark. Mittlerweile. Nicht die, das Viech wieder. Aber ich glaube, das ist nicht das Viech, was one-hitten kann. Der Nächste. Die kämpfen ja sogar gegeneinander. Haben sie jetzt nicht nur mit mir gerechnet, denke ich mal. Da geht's auch noch lang. Alter, kann doch sein, dass das ganz schön groß hier ist. Ist zwar nur ein Kratzer, aber kümmere dich drum. Jetzt einen schönen Flächenschaden haben, aber wir haben einen, hätten wir ja, ne? Versuchen den. Du hast noch so viel Leben. Auf die habe ich weniger Bock. Und jetzt machen wir. Überhaupt kein Problem. Überhaupt kein Problem, würde ich aber auch sagen. Wo kommst du her? Harry Potter, bist du es? Wie wurde er jetzt hierher gezaubert? Überhaupt kein Problem. Sehr gut. Das war ganz gut. So. Wem soll das denn nützen? Zauberpunkte plus 4 ist nicht ganz verkehrt vielleicht für sie, aber ich will, dass sie eigentlich besseres Schild hat auch, ne, damit sie nicht so auf die Fresse bekommt. Ganz nett, aber unnütz. Jetzt mal gutes Fallentschärfen machen, bitte. Hab's schon. Ganz nett, aber unnütz. Der Typ geht mir auch auf den Sack. Kann er nicht mal sagen, so, oh ja, das ist cool, das brauchen wir. Kein Platz mehr. Schöner Trank noch. Und jetzt die Kiste nochmal, bitte. Hab's schon. Aber da ist ja nicht so viel drin. Da war ja nicht so viel drin. Gut, dann haben wir den Bereich hinter uns an sich durch. Wie gesagt, ich hoffe, dass hier keine Geheimgänge sind. Aber von hier kamen wir doch, oder nicht? Oder warum liegt die Leiche? Aha. Ja, von hier müssen wir gekommen sein. Obwohl hier wiederum eine Treppe ist irgendwie, ne? Ah, ich weiß, welcher Raum das ist. Da ist der Eingang. Da ist der Eingang. Okay, I'm back. How did you knife formation go? I don't do it. Now, I do it later. Because of another quest. At the forest cave. Yes, of course. A safe sky. Was a time quest, I think, so I do it first. I think it's better. Oh, ist das schon wieder so ein stärkerer? I don't like her, she's such a bitch. But I like Arisa better than Tyrion. The elves are weird looking. Yeah, I think so too. Und Katze.
I see you found the Turbo-Funktion. Yes. For a long time I found a Turbo-Funktion. So, jetzt müssen wir hier aber mal den Geheimgang finden. Wo ist hier der Geheimgang? Wo ist hier der Geheimgang? Hier ist er nirgendwo. Also das ist ja der einzige Gang, den wir bisher gefunden haben, oder? Ne, wir hatten hier den ja auch gefunden. Können wir auch mal hier hochgehen? Lol, dann ist ja doch der Weg. Mann. Finde ich aber auch den Weg einfach nicht. Höhlen verlassen? Nein, was ist denn hier? Von da komme ich. Okay. Da waren wir ja jetzt schon. Okay. Dann müssen wir jetzt nur noch hier. Und da mal reingucken, würde ich sagen. Spiel gespeichert. Zack, runtergefallen. Egal. Aha. Weiß jetzt nicht genau, ob da jetzt schon die Brücke ist. Was ist denn das? Knüppel. Aha. Hier ist die Brücke doch bestimmt, oder? Ja. Uhu. Die habe ich ja auch schon alle gemacht. Wo geht's hier hoch? Ist das hier verwirrend alles? Und noch ein Wem Schwert. Soll das denn nützen? Aha, okay. Was hat das denn jetzt aktiviert? Was hat das jetzt aktiviert, frage ich mich. Hier sind noch viele Geheimgänge. Dafür ist hier sechste Sinn aber nicht hoch genug geschult. Mache ich da jetzt noch mal vielleicht einen sechsten Sinn? Damit ich vielleicht die ganzen Gänge und so besser finde. Ich weiß ja nicht. Warum liegen hier so viele Leichen? Und was ist das? Aha. Was ist das hier alles? Was kann ich denn hiermit jetzt machen? Weiß ich jetzt so nicht. Ganz nett, aber unnütz. Oh, was ist hier noch? Hier ist noch Gold. Erz. Ist das noch aktiv, das Magischau? Ja, hier kommen wir ja eigentlich wieder rüber, ne? Ne, hat er die verschoben? Keine Angst, wir schaffen das schon. Das wollte ich jetzt nicht. Das wollte ich jetzt nicht. Ich hätte jetzt gedacht, ich schaffe das. Oh Mann.